Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Mit dabei nichts, und zwar habe ich mal das Early Access runtergeladen von Update 3. Und ja. Ich wollte jetzt. Eigentlich spiele ich immer ein Experimental. Ich musste jetzt aber kurz mein Early Access. Mir hat nämlich eine Sache richtig aufgeregt beim letzten Mal. Und zwar. Also, man kann das noch hier machen. Und zwar ging es darum, ich hatte ja mit Pascal bei der ersten Welt diese ganzen Festplatten gesammelt und so ein Zeug. Das kennt man ja. Und jetzt, ja, ne? Ich wollte jetzt irgendwie cheaten, weil ich hatte keine Lust, die nochmal zu sammeln. Mir ging das so auf die Nerven und es gibt ja jetzt noch mehr Rezepte als davor. Da habe ich jetzt einen Trick gefunden. Und zwar erstmal, schöner Trick ist, guck mal, wir gehen da ganz normal hier, ich habe kein Ding an. Wenn ich jetzt aber bestimmte Tasten drücke, also wie zum Beispiel so, rennt man auf einmal ganz schnell. Also, es ist richtig nice. Oh Gott, werde schon wieder angegriffen. Alter, ist das unfair. Aber man ist nirgendwo sicher von dem. Also man ist ultra schnell. Eben halt. So, ich weiß nicht, nee, sieht man nicht. So, also jetzt wäre es zum Beispiel dann wieder normal. Normale Schnelligkeit. Damit, wo wir auch dann spielen werden. Nebenbei sieht man hier mal, ich weiß, es sind 500er Stacks. Man kann sich damit auch Items cheaten. Also unendliche. Man kann auch diesen Frechdachs hier zum Beispiel mit einem Schlag umhauen. Also One Hit. Dann ist er tot. Aber halt die Item Cheat hier. Man sieht es am meisten hier drin. Ja, sowas brauchen wir nie wieder. Also ist das Maximal ist immer noch bis 100. Also jeder hat seine eigene Maximaligkeit. Aber wenn man sowas anmacht, dann sieht man, dass man alles bis 500 hat, außer ein paar verschiedene Sachen. Das war mir ärgerlich. Die Festplatten konnte man nicht so rummachen. Und deshalb hatte ich das hier. Ist egal, was ich nehme eigentlich. Und zwar, ich kann das ja nicht machen. Wenn ich jetzt aber bestimmte Tasten drücke. Man hat ja nebenbei die Seite auf. Das geht nämlich nur im Early Access. Deshalb kann ich das nur machen. Im anderen steht nicht, dass das funktioniert. Aber in Early Access funktioniert es. Und zwar, das heißt Easy Craft kann man das anmachen. So. Wenn man hier rausgeht und wieder rein. Da. Hat man genug. Und wenn man jetzt noch die Zeit beschleunigt. So. Dann dauert das anstatt 10 Minuten 2 Minuten. Und man rennt dann wieder auch schnell. Und deshalb werde ich jetzt offline immer das Ganze scannen. Das wir alle haben. Werde ich das so offline laufen lassen. Immer mal klicken und so nebenbei. Nachts an der PS4, wenn ich da drin zocke, und dann werde ich das so machen. Ich habe außerdem nebenbei mal alles andere gescannt, außer ein paar. Man sieht, man kann alles damit scannen. Die würde ich gerne nicht scannen, weil wir haben die noch nicht mal. Wir können das Zeug eh noch nicht bauen. Den Elektroschnecker, die lila, da hatte ich nämlich auch noch keine gefunden. Aber hier drin habe ich auch schon alles. Die Steuerungseinheiten, Radarturm, die Karte haben wir jetzt auch mit Z wieder. Weil die mal wichtig. Die Dinger hier können wir auch selber machen. Müssen wir das. Dieses Schwarzpulver herstellen, aber sonst geht's. So. Das heißt, wir können jetzt so easy scannen. Ich werde aber trotzdem Experimente weiterzocken. Das ist aber auch genau die gleiche Welt. Es ist so unfassbar. So, dann kommen wir mal zu dem hier. Vielseitiger Rahmen. Genau. Ich habe intelligente Beschichtungen schon gemacht. 500. Die habe ich wirklich noch davor gemacht, bevor ich gescheatet habe. Und die anderen wollte ich jetzt eigentlich auch nicht cheaten. Ich wollte eigentlich nochmal weiter spielen, aber leider wurde dadurch alles 500. Später, wenn wir davon eh über einen Container voll haben. Von jedem. Also ist das eh egal und deshalb ist der auch aus. Das Problem ist, in dieser Welt, dieser Strom ist komplett verpackt. Also es wird eh nichts laufen. Und deshalb werde ich einfach nur scannen. Energieverbände und so haben wir jetzt auch genug, können wir alle schön attacken. Aber im Prinzip geht es mir nur um die Festplatten. Der Rest ist mir sowas von wurscht. Ich will nur diese verdammten Rezepte alle haben. Weil das nochmal zu suchen, da habe ich keinen Lust drauf.
So. Ja, dann wählt man irgendeins. Juckt mir eigentlich gar nicht. Wenn man alle hat, dann ist das eh egal. Ja, und dann geht's weiter. Das war schon. Ja, das war's. Nicht mit der Folge, weil jetzt gehe ich dann rüber in Experimente. Da werde ich probieren auszuschieden, wenn es funktioniert. Wäre nice, aber steht eben halt auf dieser Seite, die man sich runterladen muss, steht da eben halt, dass man es nicht, also dass das Early Access nur von Satisfactory funktioniert. Heißt ja auch nicht umsonst so. Aber das ist, die Seite heißt außerdem, mit dem ich das gerade mache, ist Wiimote. Das ist ganz easy, man kann auch, man muss nicht nur das Spiel. Es gibt ja auch noch andere. Und ja. Dann werde ich mal wechseln. Könnt ihr auch ruhig dabei sein. Ihr habt dann nur ein Schwarzbild. Also ich werde jetzt im Prinzip speichern. Als erstes werde ich das Ganze erstmal kurz runterdrehen. So, die Zeit wieder auf normal. Easy Craft mache ich aus. So. Seht ihr natürlich nicht jetzt. Und dann speichern wir das im Prinzip hier rauf. Dann gehen wir zum Desktop. Dann mache ich die Seite zu. Ich kann das ja gleich mal probieren, ob das funktioniert. Also sind wir im Teil im Desktop. Jetzt lädt hier Epic und dann gehen wir jetzt im Experimental wieder rein. Und dann müsstet ihr gleich wieder ein Bild haben. Hier, Moment jetzt. Ja, wo da habt ihr wieder Bild. Das Spiel gerade lädt. Jetzt seht ihr auch wieder was. Und dann gehen wir quasi genau in diesen Spielstand rein, wo ich ihn gerade gespeichert habe. Der nimmt gegenüber. Der ist überall da. Das ist nice. Tatata. Da haben wir auch die 500 Sachen, aber anscheinend kann man da drinnen nicht cheaten. Das heißt, ich kann keine Festplatten da drin erforschen. Aber ich will hier drinnen bauen, weil es das Experimente ist und der ist weiter als der Early Access. Also hier drin wird kommt mehr im Moment raus als beim anderen. Und hier ist auch die Zeit wieder nochmal. Ich kann es mal probieren. Ich starte mal die Seite. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Play drücke. Okay, es funktioniert schon mal nicht. Brauche ich gar nicht probieren. Gut. Dann zeige ich jetzt mal erstmal das Zeug, was ich neu gemacht habe. Oder was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Och, lol. Guck, er nimmt nämlich jetzt schon wieder alles doppelt. Das meine ich. Es wird immer noch in 100er gestackt und halt, ich habe im Prinzip das ganze Zeug jetzt gescheatet. So, wie machen wir das jetzt? Als erstes ziehe ich mal meine Schuhe hier. So, denn sagen wir mal, wir haben jetzt 300 davon gehabt, davon hatten wir 300. Davon hatten wir so viel und hiervon hatten wir ein bisschen was. Davon hatten wir 500, davon 500. Die sind ja eh so hoch gestackt. Und dann nehmen wir mal hier noch mehr. Schau mal, dann haben wir davon noch welche, ne? Und dann hatten wir hiervon noch einen. Die Zennebecher natürlich auch. Das ist jetzt überall so gemacht. Aber es wird eben halt nur als 100 Tage bewertet. Da, 50. Wer steht nur so da drinnen? Warte mal. Wer steht nur so da drinnen? Ne, wir haben ja eben gerade 500 hier rausgekriegt, ja. Ja, und die Sachen werden wir jetzt. Warte. Kupferblech. Dann werden jetzt eigentlich die hier noch dran. Oh. Egal. So haben wir jetzt die alle, ich hoffe. Dann werden wir die jetzt einfach hier drüben im Container reinschmeißen. Den darf der nicht zerschreddern. So. Ach, stimmt ja. Das Ganze hat ja im Prinzip das ganze Stromnetzwerk durcheinander gebracht jetzt. Oh, der stellt ja natürlich nicht mehr her. Ich hab mir raus. Ich muss ja im Prinzip mein Stromwerk jetzt mal wieder anmachen. Oder ist es vom letzten Speicher also noch abgekapselt? Dann muss ich da jetzt erstmal hinrennen. Ja, dauert natürlich jetzt eine Weile.
Aber naja. Gehen wir mal gucken zu Fuß. Das Problem ist, wenn er abgekapselt ist. Haben wir ja keinen Strom. Ich bräuchte dann ein paar Kabel, wenn er wirklich abgekapselt ist. Lohnt sich gar nicht hinzurennen. Lieber es noch was mitnehmen. Ne? So. Pack das mal hier rein und nimm nochmal meine Sachen mit. Achso, die wurden ja jetzt wieder runtergestuft. Ja, kann ja im Prinzip den Rest auch mitnehmen. So. Und die werden jetzt hier schreddert. Aber wieder ein Zeug. Wo ihr jetzt Stahlträger und so ein Zeug fehlen noch hatte ich. Ja, glaube ich. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. So. Gehen wir mal kurz gucken, wo das Problem liegt. Und dann zeige ich mal kurz das andere noch. Ja. Das andere meine ich mit dem anderen. Was ich auch noch zeigen muss, ist, ich habe jetzt diese Tube, diese Hypertubes da oben drauf, fertig. Man kann sie jetzt hin und her schießen. Also, zeige ich dann ja auch. Ich weiß, dass man immer sich hinschießen konnte und nicht gestorben war, das hat, glaube ich, habe ich schon mal gezeigt. Aber dass man sich jetzt zum Beispiel zurückschießen kann, das habe ich noch nicht gezeigt. Naja, wenn man hier noch durchlaufen muss, ne? Das ist immer das Problem. Und deshalb werden wir auch Kohle, Brennstoff und Atomkraftwerke haben. Und Geysire. Weil genau so eine Sache hier meinte ich. Läuft das eine nicht, läuft gar nichts. Laufen alle. Alter, was ist das? Ja, moin. Schieß mir mal noch wieder hoch. Nee, ist angespannt. Kriegen nur keinen Strom. Sind die jetzt verbuggt? Oder? Ich weiß gerade nicht, warum hier nichts kommt. Kein Wasser. Ist wirklich kein Wasser. Nirgendwo. Und so wird ja auch kein Wasser produziert. Ohne Strom. Ja. Das ist ja dieser Kreislauf. Ohne Energie kein Wasser, ohne Wasser keine Energie. Das heißt, im Prinzip, wir müssen jetzt erstmal wieder auf einen Biogenerator umsteigen. Und wenn der... Nee, das bringt da gerade absolut gar nichts. Wenn der dann das da antreiben kann, genau, und der dann wieder pumpt, müsste doch dann die anderen auch anmachen automatisch. Ja. Muss ich nichts tun. Und da schon. Warum läuft hier nichts rein? Kommt der etwa nicht so hoch? Ja, wenn dieser Raum rund geht.